Hallo meine Lieben, ich hoffe, ihr habt die Weihnachtsfeiertage gut überstanden und seid schon bereit für Silvester. Darum möchte ich euch heute gerne in Kooperation mit Braun eine wunderschöne Silvesterfrisur zeigen. Könnt ihr natürlich über das ganze Jahr hindurch tragen, aber jetzt für einen schönen festlichen Anlass ist die einfach perfekt. Danke an Claudia und an die Jenna fürs Mitwirken. Ihre beiden Kanäle sind unten verlinkt und am Ende des Videos könnt ihr auch noch was gewinnen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Tutorial. Wir fangen mit einem Schaumfestiger an. Diesen geben wir in das nasse Haar, damit die Locken und die ganze Frisur einfach besser halten. Und dann föhnen wir die Haare mit dem Braun Satin Hair 7 Senseo Dryer. Durch den eingebauten Sensor misst dieser einfach mal 600 Mal pro Minute die Temperatur und passt somit die Temperatur der optimalen Höhe an und so vermeidet ihr einfach eine Überhitzung und es schützt das Haar vor Haarschädigung. Danach teilen wir jeweils vorne zwei Partien ab und oben noch eine Partie und die restlichen Haare flechten wir dann unten zu zwei Zöpfen. Das Ganze könnt ihr so ein bisschen lockerer flechten, weil wir werden das dann nämlich so ein bisschen auseinanderzupfen, damit es mehr messy aussieht und dass der Zopf, den wir dann hinten zusammenstecken werden, mehr Volumen bekommt. Die beiden Stränge werden dann wieder zu einem Zopf gebunden und wir beginnen dann die obere Partie mit dem Braun Satin Hair 7 Lockenstab zu locken. Den kennt ihr bereits aus meinem letzten Get Ready With Me oder meinem Top 5 Haarprodukte Video. Der ist aber auch in der Infobox unten verlinkt, genauso wie die anderen Produkte. Und wenn ihr fertig seid mit den Locken, könnt ihr diese nochmal kurz wegstecken. Und dann fangen wir nämlich an, diese beiden geflochtenen Haarstränge unten zu so einer Art Dutt zusammenzustecken. Einfach mit Bobbypins oder Haarnadeln, je nachdem wie ihr möchtet. Und wenn ihr damit fertig seid, dann tut nochmal diese obere Haarpartie, wo die Locken sind, ein bisschen antupieren, um dem Haar nochmal mehr Volumen zu geben. Je nachdem natürlich, wie eure Haarstruktur ist. Und danach geht es einfach darum, die Haare unten nochmal mit auf den Zopf zu stecken. Einfach die Locken einrollen und festmachen. Vorne nochmal zwei Zöpfe flechten und diese einfach nach hinten binden, um den Dutt herum. Und ja, das Ganze ist schon fertig. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich noch so ein bisschen Haarschmuck reinmachen. Passt super zu der Frisur, je nachdem, was ihr für ein Kleid tragt. Und das wäre das Endergebnis. Ein Tipp für eure Silvesterparty. Von Braun gibt es aus der Style-to-Go-Serie noch so ein kleines Mini-Glätteisen. Das ist so süß. Und es ist so gut, dieses kleine Ding. Toll für Männer oder eben für die Party. Wenn ihr eure Haare so ein bisschen nachstylen wollt, das könnt ihr einfach in eurer Handtasche machen und dann auf dem Klo so ein bisschen nachglätten, die Locken nachmachen. Und ja, ist echt ein cooles Ding. Wie ich am Anfang bereits erwähnt habe, verlose ich noch zwei Pakete von Braun. Und zwar ist in dem ersten Paket einmal der Braun Satin Hair Professional Senseo Dryer dabei, dann die Pantene Pro-V Anti-Haarverlust Serie und von Max Factor der Skin Luminizer plus die Mascara. Und im Paket Nummer 2 könnt ihr das Braun Face gewinnen und Braun Series Nummer 9. Und ja, alles was ihr dafür tun müsst, ist diesem Video einen Daumen nach oben zu geben, ein Abonnent zu sein und einen Kommentar unter dieses Video zu schreiben. Und ich lose das Ganze dann nächste Woche Sonntag aus. Und ich wünsche allen viel Spaß beim Gewinnspiel und ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis zum nächsten Jahr. Tschüss!